Ja, ruiniert sich die Basispartei, die neue basisdemokratische Partei, möglicherweise selber durch ihre Leistungs- und Wettbewerbsfeindlichkeit und ihre Feindlichkeit gegenüber der Gemeinwohlökonomie, den Gemeinwohlwirtschaft, der Gemeinwohlwirtschaft, der Gemeinwohlgesellschaft und so weiter, die eben nicht leistungsfeindlich und wettbewerbsfeindlich ist. Ja, ich habe ja schon öfters erwähnt, dass die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber zwar eine gewisse Konkurrenzfeindlichkeit hat, aber eben doch nicht so weit geht, Wettbewerb und Leistung aussondern zu wollen. Aber ist die Basis vielleicht zum Scheitern verurteilt, weil sie zu nah an der DDR liegt, weil sie in weiten Bereichen der Gesellschaft staatliche Systeme einführen möchte, den Wettbewerb und die Leistung ganz rausnehmen möchte, weil zugegebenermaßen Wettbewerb und Leistung im Gesundheitssystem derart falsch und kapitalistisch bis jetzt eingesetzt werden, dass sie natürlich zu riesigem Schaden der Bevölkerung geführt haben. Aber der Fehler war nicht. Der Irrtum der Basis liegt darin, dass sie denkt, der Fehler sei die Leistung und der Wettbewerb, ja? Oh, sondern der Fehler war zu denken, es läge an Leistung und Wettbewerb und nicht am kapitalistischen Belohnungsschlüssel. Denn allein der kapitalistische Belohnungsschlüssel, der es erlaubt, Profite auf Kosten der Menschen zu machen, hat zu den Missständen geführt und eben nicht die Leistung, die Leistungserfassung und das Leistungsprinzip und das Wettbewerbsprinzip an sich. Das hat damit gar nichts zu tun. Die Schädlichkeit kommt aus dem kapitalistischen Bezahlungsschlüssel. Dem Erlauben auch des Grundgesetzes von Profiten auf Kosten der Menschen, während die Gemeinwohlwirtschaft und die Gemeinwohlökonomie und so weiter Profite auf Kosten der Menschen unterbinden wollen, aber dazu eben trotzdem Leistungsanreize. Ich sag's mal so, ich möchte, dass ein Arzt belohnt wird für gute Leistung und dass er in Wettbewerb zu allen anderen Ärzten stehen muss und dass ich erkennen können muss, ich will erkennen können, welcher Arzt den Menschen eher schadet und welcher den eher nutzt und welcher Heilpraktiker eher schadet und welcher eher nutzt, sozusagen. Und das will ich unter fairen Leistungs- und Wettbewerbstransparenzbedingungen jederzeit nachschauen können im Internet oder irgendwo jedenfalls in jeder öffentlichen Quelle ständig nachschauen können, für mein Umfeld, weil ich finde es gut, wenn der Arzt mir gegenüber Leistung bringt und meine Gesundheit bestmöglich fördert und bestmöglich dafür sorgt, dass ich möglichst nie krank werde. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer schneller die Wunschgeschwindigkeit einstellen, schneller drehen auf 2, weil ich ja so langsam rede. Also, das heißt also, die Basis versus oder contra oder gegen Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, ja, hat die Basis einfach zu viel Elemente des Pseudokommunismus in sich? Hat sie viel zu viel DDR in sich, nämlich wenn ich in weiten Bereichen, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen, das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip rausschmeiße, aber den kapitalistischen Bezahlungsschlüssel nicht ändere, dann habe ich das Problem drin gelassen und das einzig, was Gute, was war, rausgeschmissen. Also quasi die Basis scheitert eventuell an ihrem größten Denkfehler, an der größten Schwarmdummheit, die möglich ist. Im Gegensatz zu der Illusion einer Schwarmintelligenz. Der größte Schwarmdummheitsfehler, der möglich ist, ist die Vorstellung, dass man nicht
das bösartige kapitalistische Bezahlungsprinzip rausnehmen muss aus dem System und durch ein gemeinwohlorientiertes Bezahlungssystem rausnehmen muss, sondern dass man wie die Pseudokommunisten auch in der DDR gleich überall das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip rausschmeißen müsse. Macht also quasi die Basis das völlig Falsche. Anstatt den kapitalistischen Bezahlungsschlüssel rauszuschmeißen, wie das der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus machen würde, die Gemeinwohlwirtschaft, die Gemeinwohlgesellschaft machen würde, und stattdessen die Leistungs- und Wettbewerbsprinzipien zu behalten, ja, stattdessen macht die Basis genau den größten Fehler überhaupt, den man machen kann. Sie will das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip rausschmeißen und den kapitalistischen Bezahlungsschlüssel und Belohnungsschlüssel belassen, und damit erzeugt sie maximales Fehlverhalten, absolut geringe Leistungsanreize, null Leistung. Am Ende kommt ein Gesundheitswesen raus, in dem keiner mehr was leisten muss, um sein Geld zu bekommen, und am Ende auch keiner mehr was leisten wird, um sein Geld zu bekommen. Und wir Patienten werden unterversorgt, sozusagen, während wir im Kapitalismus wegen des Profitinteresses überversorgt wurden. Während der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus beziehungsweise die Gemeinwohlwirtschaft oder Gemeinwohlgesellschaft dazu führt, dass wir weder unterversorgt noch überversorgt werden und dass wir vor allem gesundheitsgefördert werden und dass Krankheitsverhinderung das Ziel aller wird und nicht Profit auf Kosten der Menschen zu machen, wie im kapitalistischen Bezahlungsschlüssel. Ja? So, und jetzt ist die interessante Frage: Woher kommt so ein Totalirrtum? Woher kommt so eine wahnsinnige Schwarmdummheit? Ja, die kommt vielleicht daher. Wer ist denn wettbewerbs- und leistungsfeindlich? Die sogenannten Minderleister. Also die Menschen, die natürlich irgendwo spüren im Hinterstübchen, irgendwo ganz leise ahnen, dass irgendwie sie eigentlich, sobald eine Gesellschaft Leistung und Wettbewerb kennt, sie eigentlich immer nur die Verlierer sind, weil sie zu dumm, zu wenig leistungsfähig, weil sie Intelligenzmängel haben, Bildungsmangel, Fleißmängel haben und so weiter. Und weil sie einfach Minderleister sind, haben sie keine Chance. Also plädieren sie für eine Gesellschaft ohne Wettbewerb und Leistung, denn dann sind sie ja genauso gut und genauso hoch wie jeder andere auch. Ja? Das heißt, so kann man sein eigenes Minderleistersein verschwinden lassen, scheinbar verschwinden lassen. Und so kommen die Minderleister relativ nach oben, und so kommen sie auch an die Arbeitsergebnisse der Höherleister. Ja, denn quasi die Höherleister machen die Arbeit, die die Minderleister nicht bringen können, aber die Minderleister kriegen das gleiche Geld wie die Höherleister und kommen damit an die Früchte der Höherleister. Das ist ja das Prinzip jedes Pseudokommunisten und Pseudosozialisten, nämlich an die Leistungen der Höherleister, die denen stehlen zu dürfen. Und genau darum geht's. Und wahrscheinlich haben wir einfach in der Partei die Basis, haben sich zu viele Minderleister angesammelt, weil sie irgendwo gespürt haben, oh ja, hier gibt's eine gewisse Wettbewerbs- und Leistungsfeindlichkeit. Hier gibt es eine DDR-Nähe, und da kann ich mich als Minderleister, das ist mein Ding, ja, das ist so richtig mein Ding als Minderleister. Das Ganze hat nur einen riesigen Denkfehler. Das unterstellt immer, dass die Höherleister sich nicht wehren könnten. Ja, bei der DDR war es so, dass alle Höherleister, kurz bevor die Mauer gebaut oder dicht war, schon weg waren.
dass die einfach rechtzeitig verschwunden sind. Und die, die nicht rechtzeitig verschwunden sind, sind später geflüchtet. Und nur die Höherleister, die irgendwie den Fehler gemacht haben, eben nicht sofort zu verschwinden, denen konnte man alles wegnehmen. Aber das war dann eben auch nicht mehr so viel. Und dadurch war dann die DDR sozusagen, ja, die Minderleister haben natürlich dann die DDR-Wirtschaft auch kaputt gemacht, ne? Mit kaputt gemacht, ja. Und ja, ich noch so ein paar Bemerkungen. Also ich fasse zusammen. Also, ich fürchte, die Basis ruiniert sich selber dadurch, dass sie unterwandert wurde, auch von vielen Gruppen unterwandert wurde, aber auch von den Minderleistern unterwandert wurde. Und dass eine solche Herangehensweise letztendlich bedeutet, dass alle Höherleister aus Deutschland verschwinden würden. Und dann könnten die Minderleister gar nicht mehr die Gelder der Höherleister abkassieren und von denen profitieren, weil die sich ja wehren können. Die brauchen nur aus Deutschland auszuwandern. Und solange wir keine Mauer um ganz Deutschland haben, werden die auswandern. Und damit ist die Basis eigentlich eine Partei, die sehr nah der DDR ist, sehr nah dem Pseudokommunismus der DDR ist, der ja nie in der Natur funktioniert hat. Es hat ja immer in der Natur gibt es nur Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, aber nie einen leistungsfeindlichen Pseudokommunismus. Das hat es in der Natur nie gegeben und deswegen konnte es auch in der DDR nie funktionieren. Ne? Und deswegen wird diese Partei scheitern, weil sie sozusagen zwar zu Unrecht als rechts beschimpft wird, aber in Wirklichkeit eine DDR-Partei ist bis jetzt. Ja? Und deswegen bitte, liebe Basis, lasst euch helfen. Ihr müsst von der DDR-Partei, von der die Basis als kleine DDR-Partei, müsst ihr wegkommen und hinkommen zur großen Gemeinwohlwirtschafts- und Gemeinwohlgesellschafts- und von mir aus Leistungs- und Wettbewerbskommunistischen Partei. Ja? Aber nicht zu einer Partei, die von allem nur das Schlechteste macht, ne? Nämlich DDR. Halbe DDR sozusagen. Die Basis steht dafür, die Hälfte der Gesellschaft in DDR zu verwandeln. Und das hatten wir doch schon, dieses Experiment. Und sein Scheitern hatten wir doch schon. Ja, ja dann noch ein paar Bemerkungen. Ne? Schlussbemerkung. Also, der Weltrat ist ja aus meiner Sicht, Weltrat und Next Scientists for Future sind ja aus meiner Sicht die letzte Bastion echter Wissenschaft in der Welt. Weil der Kapitalismus hat natürlich aus aller Wissenschaft, aus allen Universitäten Pseudo-Universitäten gemacht und aus aller Wissenschaft Pseudo-Wissenschaft gemacht. Und das schreitet ja immer weiter voran, solange wir das nicht endlich durch eine Gemeinwohlgesellschaft beenden. Ne? Und immerhin gibt es aber noch den Weltrat und die Next Scientists for Future als die letzte Bastion echter Wissenschaft in der Welt. Ja? Und wie gesagt, wir helfen gern der Basis weiterhin wirklich auf den richtigen Kurs zu kommen. Aber ich fürchte, die ganzen Gruppen, die die Basis unterwandert haben, in dem Falle hier heute erwähnt, die Minderleister, ja. Also letztendlich ist es ja auch so, die Minderleister kämpfen quasi für die Anhebung ihrer Fortpflanzungschancen, so wie das Organismen halt in der Natur tun. In der Natur gibt es eben auch Tiere, die versuchen, obwohl sie Minderleister sind, trotzdem irgendwie an die Eizellen der Frauen ranzukommen, zum Beispiel männliche Tiere, ja. Und das ist ja auch ein ganz legitimer Versuch einer biologischen Entität, dass er das versucht. Aber das darf eine gesunde Art ja nicht zulassen. Wir als Art Homo sapiens dürfen nicht zulassen, dass die Minderleister sich so quasi die gleichen Fortpflanzungschancen erschleichen
durch gleiches Gehalt einer leistungsfeindlichen und wettbewerbsfeindlichen DDR-nahen Gesellschaftsgestaltung, ja, dass wir dadurch zu viel Kinder von Minderleistern bekommen, anstatt endlich mal wieder ein paar Kinder von unseren Höherleistern zu bekommen, ja. Und das bedeutet eben, letztendlich, ja, und dann noch als Idee noch dazu, Minderleister finden wir auch in der Esoterik sehr oft, ja, Minderleister, die kriegen durch die Esoterik, die gibt ihnen die Möglichkeit, den Größenwahnsinn einer Pseudoerleuchtung zu fantasieren und zu illusionieren, ja. Und dadurch können die auch durch den großen Größenwahnsinn, den die Pseudoerleuchtung der Esoterik ihnen bietet, können Minderleister sich nach oben zumindest mal fantasieren. Ne? Und die Pseudoerleuchtung, ja, und dabei geht die Pseudoerleuchtung mit eigenem verbrecherischen Mittun im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus einher, weil die Esoterik das nämlich toleriert. Ne? Übrigens hatte ja auch einer meiner Lehrer, der weltberühmte Osho Bhagwan Sri Rajneesh, ja, der hatte Verbrecher angezogen, weil er eben nicht erleuchtet war, sondern nur pseudoerleuchtet war. Weil damals bestimmte Forschungsergebnisse gar nicht da waren und er sie noch gar nicht wahrnehmen konnte, oder es dauert ja immer ein paar Jahre, bis sie einen erreichen, ja. Auch ich habe nicht die Äußerungen von Professor Richard Dawkins nicht am ersten Tag gelesen, an dem er sie geschrieben hat, sondern das hat ja ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, wie er den Kapitalismus oder unsere arbeitsteiligen gesellschaftlichen Systeme kritisiert hat. Ja? Und Osho hatte eben Verbrecher angezogen. Zum Beispiel hatte meine Mutter damals 600 D-Mark für mich überwiesen und die hatte eben ein Verbrecher unterschlagen aus den Kreisen von Osho Bhagwan Sri Rajneesh und hatte das Geld gestohlen, ja, und so habe ich das Geld nie bekommen. Also und Rajneesh Puram, da ist ja auch die Vermutung sehr naheliegend, dass sehr viele Verbrecher rund um Osho waren. Naja, ist klar, er war eben ein Pseudo-Erleuchteter. Und deswegen hat er auch viele Verbrecher angezogen, weil er selbst nicht in Ordnung war und nicht klar war, ja. Und hat viele Verbrecher geduldet in seiner Nähe, ne. Und, von daher, ja, also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, im Gegensatz zu den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler, gibt es Minderleister und Höherleister aus der Genetik heraus, aus Unterschieden in der Bildung heraus, in der genetischen Unterschieden im Fleiß heraus, aus Fleißunterschieden, die aus der Erziehung kommen und so weiter. Aber es gibt eben den Unterschied zwischen Minderleistern und Höherleistern. Leider, so ist die Natur. Die Natur kennt keine Leistungsfreiheit, keine Unterschiede von Leistungsfreiheit. In der Natur geht es ständig um Leistungsmessung und Wettbewerb unter Leuten, die sich der Leistungsmessung stellen. Denn Frauen lassen in der Natur immer nur an ihre Eizellen ran, die Spermien der höchstleistungsfähigsten Männer und der Höherleister sozusagen, und die in der Natur lassen letztendlich sorgen die Frauen dafür, dass eigentlich im Wesentlichen Kinder der Höherleister geboren werden und möglichst keine Kinder von Minderleistern geboren werden. Auch wenn bei den Bonobos zwar die Frauen mit allen Männern Sex machen, damit auch die Minderleister denken, sie könnten ja der Vater des nächsten Kindes sein, aber die Körpermechanismen der Bonobo-Frauen sorgen wie bei den Menschenfrauen dafür, dass aber letztendlich die meisten Kinder
fast alle und ausschließlich von den Höherleistern der Kommune geboren werden. Ne? Und das ist Leistungs- und Wettbewerbskommunismus und das ist nicht DDR. Ja? Das ist keine leistungsfeindliche und wettbewerbsfeindliche DDR. Ja, ich glaube, ich habe den Riesenfehler der Basis genügend deutlich gemacht und ich hoffe, dass sie endlich unseren Rat wieder zum fünften Mal jetzt unseren oder zum sechsten Mal endlich unseren Rat nochmal suchen und uns dann wirklich ernst nehmen, wenn wir ihnen sagen, ihr macht alles verkehrt, ihr ruiniert eure Partei. Ja, ihr ruiniert eure Partei mit eurer Leistungs- und Wettbewerbsfeindlichkeit und mit eurer DDR-Nähe. Das bringt nichts. Ne? Das, ja, von daher, tschüssi, bis bald. Und ach so, nee, aber zum Schluss muss ich doch noch mal kurz die sozusagen hier einblenden. Wo ist es? Es gibt also immer wieder. Naja, dann gehe ich jetzt mal hier hin. Ja, also immer wieder gibt es Neues auf der Partei. Die Kompetente könnt ihr auch anklicken in der Infobox hier unten. Als der zweite Link müsste das drin sein in der Infobox. Ja, und da steht auch das mit der gewissen Nähe zwischen Leistungs- und Wettbewerbskommunismus und Gemeinwohlgesellschaft. Ja. Und es gibt ja viele kranke Leute, die gar nicht unterscheiden können zwischen Pseudokommunismus der DDR und echtem Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, sondern die einfach sagen, oh, Kommunismus muss ja immer schlecht sein. Das sind die Leute, die blind gegen, das sind die Marktradikalen und Neoliberalen, die blind gegenüber der totalen Schädlichkeit des Kapitalismus sind, die also quasi sagen, ja weiterhin, weiter so mit den Profiten auf Kosten der Menschheit, nur weiter so, das ist super, Profite auf Kosten der Menschheit, aha, also auch Profite auf Kosten von mir selbst, naja, das ist ja egal, ich bin halt Marktradikaler und Neoliberaler, Markt ist gut und ist immer gut, auch kapitalistischer Markt ist gut. Dabei ist kapitalistischer Markt die Hölle für uns alle, weil es bedeutet, dass Profite auf Kosten der Menschheit geduldet werden. Und Gemeinwohlmarkt ist der richtige Markt. Ja? Wettbewerb und Leistung im Dienste des Gemeinwohles, das ist der richtige Markt und nicht der kapitalistische Markt. Ja? Also tschüssi, bis bald.